Baerbock, Lindner, Hofreiter, Merz, Lauterbach. Jeder dritte Arbeitsplatz hängt ab von der Verpestung der Umwelt. Habeck und Kaiser Wilhelm II sind von der Selbstüberzeugung im Grunde eine geistig-familiäre Linie. Künstliche Intelligenz kann genauso doof sein wie jeder normale Mensch auch. Aber darum geht es auch gar nicht. Oh, also jetzt geht's allmählich wirklich gegen uns. Man fährt schon nicht mehr Auto, weil überall auf dem Asphalt Aktivisten rumkleben. Also macht man extra Homeoffice. Da klebt sich der Habeck bei uns an die Heizung. Na ja, doch. Heizungsaktivist Habeck will ja unsere Wohnung lahmlegen. Das weiß man doch. Habeck will ja, dass ab 1. Januar 2024 keine Öl- und Gasheizungen mehr verbaut werden und dass die Millionenheizungen von vor 1990 ab Ende 2026 abgeschaltet werden. Ja, regen Sie sich auf fürs Klima. Also, natürlich machen wir das, nicht? Nur, es gibt halt keine Alternativen. Es gibt keine Handwerker, es gibt keine Leitungen. Dann die Arbeitslosen. Jeder dritte Arbeitsplatz hängt ab von der Verpestung der Umwelt. Also, will er uns erfrieren lassen? Dann liegt noch Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister. Auf der Lauer, der will ja auch fürs Klima, also dann natürlich, Fleisch und Milch teurer machen. Will er uns verhungern lassen? Vielleicht geht's auch nicht anders. Nein, wir sind jetzt 8 Milliarden Menschen. Schau mal vor. Und jeder einzelne Mensch hat ja das Recht von Geburt und von Natur aus, die Umwelt zu belasten. Will er und macht er ja auch. Also ist der Mensch die Ursache. Und wenn der Klimawandel das Symptom ist, muss man irgendwann die Ursache beseitigen. Den Mensch. Nein, Habeck will uns jetzt nicht vergiften, aber er will uns das Leben unbequem machen. Damit wir selber irgendwann sagen, komm, nee, wir machen Schluss. Wir vermehren uns auch gar nicht mehr. Der Letzte macht das Licht aus, soll die Natur selber mit dem Klima fertig werden. Je weniger Mensch, umso mehr wird das Klima am Ende geschützt. Der Haken ist bekanntlich nur, Habeck hat ja bloß Zugriff auf uns Deutsche. Und allein die deutschen CO2-Emissionen betragen ja nur 1,82% im Weltanteil. Amerika 13%, China 31%. Zusätzlich wollen wir Deutschen noch unsere paar Kohlekraftwerke stilllegen. In derselben Zeit baut China 300 neue Kohlekraftwerke. Warum kleben sich die Klimaaktivisten mit ihrem tollen und sinnvollen und wichtigen Protest nicht in Peking auf die Straße? Warum stellt der Habeck seine Heizungsforderungen nicht an den chinesischen Xi? Ja, weil sie alle sagen, wir Deutschen müssen und wollen und sollen und können Vorbild sein für die ganze Welt. China, für Russland, für Indien, die warten ja nur, sehen sich drauf, dass wir Vorbild sind. Ja klar, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, uralter Satz. Habeck und Kaiser Wilhelm II sind von der Selbstüberzeugung im Grunde eine geistig-familiäre Linie. Der mentale Verwandtschaftsgrad ist eine direkte Folge. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, wie mache ich denn das jetzt hier? Einen Hoffnungsschimmer, künstliche Intelligenz, KI heißt das. KI, da ist natürlich die Frage, wird jetzt alles anders oder besser, wenn wir Habeck oder die Bundesregierung ersetzen durch künstliche Intelligenz? Man stottert, man schaut durch die künstliche Intelligenz. Da müssen wir mal analysieren. KI hat Informationen, weiß aber nichts. Und kann sich mit zwei Sätzen komplett widersprechen. Ja, dann muss man sagen, haben wir wirklich schon genügend künstliche Intelligenz. Rumsitzen im Deutschen Bundestag, Baerbock, Lindner, Hofreiter, Merz, Lauterbach. Von denen kriegst du auch komplett verschiedene Antworten, je nach Fragestellung. Ne? So wie wenn man KI fragt, ist jetzt Scholz Bundeskanzler, sagt KI ja. Fragt man KI aber, wer ist Bundeskanzler, Habeck oder Scholz, sagt KI, keiner von beiden. Und fragt man dann noch, füllt Scholz sein Amt gut aus, dann sagt KI, für das Ausfüllen seines Amtes fehlt Scholz bei der Fülle der Themen die Zeit. Künstliche Intelligenz kann genauso doof sein wie jeder normale Mensch auch. Das ist schon mal beruhigend. Was nicht beruhigend ist, ist,
bis jetzt haben wir ja nur Hunde und Katzen und Schweine und Kühe und Schafe domestiziert. Jetzt domestiziert uns eine Maschine. Ja? KI sagt uns, dass wir kreditwürdig sind oder nicht. Dass wir gesichtserkannt werden und eventuell unseren Stadtteil wie in China bei Corona nicht mehr verlassen dürfen, weil KI unseren Ausweis sperrt. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, Rationalisierung ist das Reizthema. Ja? KI kann zum Beispiel jemanden umbringen und sich danach sofort selbst verurteilen. Also ist die Frage, schaffen wir uns jetzt ab? Autos fahren schon alleine, jetzt denken und entscheiden Computer für uns. Ja, also, warum auch nicht? Wir wollen uns ja sowieso nur alle verrenten lassen, nicht? Und auch da kriegen wir ja die Veränderung des Lebens nicht mit. Wie bei Klima und künstlicher Intelligenz. Die Lebenserwartung bei uns hat sich in den letzten Jahrzehnten erhöht um 20 Jahre. Trotzdem wollen wir nur ein, zwei Jahre mehr arbeiten. Maximal. Nicht wahr? Weil Rentner der Traumberuf des Deutschen ist. In Frankreich ist ja noch schlimmer. Du liebe Zeit. Die gehen ja auf die Straße seit Wochen, weil die Rente nicht mehr ausbezahlt werden soll mit 62 und ab 64 erst daran. Ja, aber die Franzosen wollen auch das Leben genießen. Ja, das ist bei uns Deutschen nicht der Fall. Wir Deutschen wollen die Rente, damit wir Zeit haben für Nebenjobs. Ja, natürlich, ja klar. Ne? Aber damit werden wir wieder aktiver und belasten wieder mehr Umwelt. Die Franzosen schonen die Umwelt durch Nichtstun. Und da sind wir wieder Habeck. Nicht? Ob jetzt Klimaschutz oder 21,6 Millionen Rentner bei uns, es bleibt als Ausweg nur entweder die Variation der Eskimos, also ab auf die Eisscholle, oder das Alter wird zu einem dualen System. Entweder versorgt man sich selbst oder man entsorgt sich selbst. Nur da haben wir das Problem. Für Rentner über 1,20 Meter Körpergröße ist der gelbe Sack einfach zu groß.